Guten Morgen zusammen. Heute mit dem Blick auf Währungsmärkte wie zum Beispiel Euro-Britisches Pfund. Wir sehen es im Hintergrund. Dieses FX-Paar hat definitiv weiteres Abwärtspotenzial. Dazu schauen wir auf Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken und Euro-Japanischen Yen und natürlich sehr, sehr gerne auf den ein oder anderen Wunschmarkt dazu. Einfach die Funktionen in Zoom oder auch Facebook nutzen und dann kümmere ich mich wie immer gerne auch um den ein oder anderen Wunschmarkt. Zunächst bitte ich den Risikohinweis in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir zur Via wieder mal relativ kurzen äh, Nachrichtenübersicht. Wir sehen es hier bei uns in Deutschland. Thema Handelsbilanz. Es ist eine grüne Zahl in etwa auf dem Vorniveau. 16,1 Billionen Grün, weil die Analysten ein bisschen weniger erwartet hatten. Ansonsten steht uns heute um 13 Uhr der Energieausblick, der kurzfristige der EIA, der Energiebehörde in den USA, zur Verfügung. 16 Uhr gibt es die JOLS-Stellenangebote, wieder Thema Arbeitsmarkt. Das ist sehr, sehr wichtig. Non-Farm-Payrolls haben ja auch gezeigt, dass dort einiges ähm, ja, an Bewegung ist. Dann gibt es heute Reden äh, seitens ezb mit. Mitglied, beziehungsweise FOMC-Mitgliedern und am Abend dann um 22:30 Uhr die API-Rohöl-Lagerbestände. Wir sind in einer Woche, wo wir nicht ganz so viele Nachrichten bekommen, aber wir haben einiges an Notenbanken auf der Uhr, wo wir reden von Notenbankchefs kommen. Ne? USA, in Europa, Kanada haben wir da. Das sind alles Dinge, die durchaus hier an den Märkten Beachtung finden sollten und man schaut halt auch ganz genau hin. Und ich persönlich gehe mal davon aus, dass die, äh, sag ich mal, Notenbanklenker hier an dieser Stelle keine Nachrichten an die Uhr oder auf, an den Tag bringen, die schlecht äh, für die Indizes beispielsweise sind, schlecht für die Wirtschaft sind. Es wird sich mit Sicherheit auf die ein oder andere Währung auswirken. Wir sehen zum Beispiel der stark steigende Ölpreis, der hat natürlich auch positive Wirkung auf. Den Kandollar, beziehungsweise er hat Wirkung auf den Cann-Dollar. Das sind alles Dinge, die sollten wir schon so ein bisschen auf der Uhr haben, außerhalb der Nachrichtenseite. Und dann ist noch etwas sehr, sehr Wichtiges. Wir haben ähm, zwei Feiertage in dieser Woche in China und mit China fehlen dann natürlich auch einige Marktteilnehmer. Äh, und das ist natürlich auch Geld, was an den Märkten fehlt. Deswegen Thema Konsolidierung um diese Zeit. Das ist nicht selten der Fall. Wichtig wäre es hier an dieser Stelle, die Konsolidierung auf einem hohen Niveau zu sehen. So wie wir das im DAX momentan sehen, dass es über die 14.000-Punkte-Marke drüber ging und der DAX sich auf relativ hohem Niveau stabilisiert. Das wäre zunächst zumindest erst einmal sehr, sehr positiv zu sehen. Was bei den ganzen Wirtschaftsnachrichten aus den USA auch mit Thema auf das Hilfspaket seitens der Regierung, ähm, da ist ja nun der Weg in Richtung Finalisierung auch geplant, was da kommt, das dürfte natürlich den Dollar erstmal wieder so ein bisschen schwächen. Und das ist jetzt die große, große Umschwungphase, wo man dann wirklich fragen muss, Okay, schafft es der Dollar tatsächlich weiter an Stärke zuzulegen? Und wir sehen jetzt nur eine Konsolidierung äh, mit leichten Rückläufen oder dreht das Ganze wieder um? Das muss man ein bisschen sehen. Man muss dazu immer auch ein bisschen die äh, sage ich mal die Zinsen äh, der Staats der Anleihen der Staatsanleihen in den USA mit auf der Uhr haben, wenn die nämlich langsam steigen und danach sieht es auch aus, äh, die Renditen an dieser Stelle der Anleihen fallen hier in den Boden, also die Kurse fallen sozusagen, gehen nach unten. Ähm, und daran sieht man, dass die Zinsen steigen und wenn wir dort irgendwann auch ein Niveau erreichen, wo es für die Investoren wieder interessanter ist, darauf zu gehen, das könnte dann natürlich durchaus dazu führen, dass der US Dollar weiter an Stärke gewinnt. Also das muss man ein bisschen auf der Uhr haben. Das ist in diesen Phasen so: diese Umschwungphasen, die man da hat, die sind, die treten immer wieder auf. Und das ist gerade bei den Währungen dann immer wieder eine Zeit, die nicht ganz so einfach ist. Wir haben das gestern zum Beispiel gesehen: wir hatten gestern eine kurze Frage zum Währungspaar Austral-Dollar, US-Dollar, wo man gesehen hat, okay, wir hatten. Ähm, die, äh, die Vortages- oder die Vorvortageskerze war eine sehr, sehr starke Momentumkerze, die Freitagkerze, die ähm, äh, Gegenkerze. Danach war wieder eine Schwächekerze. Jetzt ging es dann doch nach oben. Das sind so Dinge, da werde ich am Freitag mal ein bisschen was ähm, dazu erzählen, wie man damit umgeht, solche, solche sage ich mal, Maßnahmen auch zu traden. Ähm, das sind die, äh, die Risky Bits, wie ich so schön immer sage, oder die Early Bird Trades in diesem Sinne. Das sind Dinge, die sollten natürlich getradet werden, wenn man die. Die Signallage hat, weil da kann ordentlich was draus werden, aber man muss das Ganze natürlich vom Risikoher-Management her ein bisschen anders eingehen, weil wenn man sehr, sehr früh da ist, ist das Risiko natürlich auch sehr, sehr, sehr hoch und das sollte durchaus Beachtung finden dazu. Wie schon gesagt, gerne am Freitag ein bisschen mehr. Ich sehe jetzt auch schon hier über Facebook und Zoom ähm, flattern hier die ersten äh, Guten Morgen-Grüße rein und auch die ersten Wunschmärkte. Sehr, sehr schön. Wir haben heute das Cable, ähm, soll gefragt werden. Silber soll gefragt werden. Gut, Tesla kriege ich hier nicht hin. Wir reden hier äh, über die Währungsmärkte. Tesla sind so Sachen, die mache ich sehr, sehr gerne mit im in, in Wars2Traders Lunch. Den ich in der Regel immer jede Woche Dienstag mache, den muss ich heute allerdings leider ähm, absagen. Äh, durch die Tatsache, dass wir am Mittwoch die Podiumsdiskussion hier auf Facebook haben, äh, nicht auf Facebook, hier bei Tickmill haben, äh, gibt es äh, in dem Rahmen dort zusammen eine eine, eine Diskussion äh, bzw. ein Dressrehearsal äh, und das äh, findet halt äh, in diesem Zeitbereich statt. Deswegen kriege ich das da entsprechend nicht hin, aber nächste Woche machen wir da weiter äh, das entsprechend dazu. Aber bei Tesla ist eins interessant. Tesla hat jetzt Bitcoin gekauft. Bitcoin ist ja äh, für jedermann mittlerweile auch äh, wieder mal in den Medien ersichtlich interessant, ähm, was dort passiert. Und danach ging gleich die Rallye los. Also die Dinge, die Elon Musk hier sagt, die haben mittlerweile wirklich Gewicht. Ähm, und äh, da passiert auch einiges. Also es bleibt sehr, sehr spannend, was dort in Zukunft weiter geschieht. Wie schon gesagt, Fragen dazu sehr, sehr gerne auch im anderen Format in meinem Wall Street Traders Lunch. Da kriege ich ja auch immer wieder Besuch hier von meinen Zuschauerinnen und Zuschauern. In unserer Morgenrunde. So, das dazu und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Charts an dieser Stelle. Wir machen es gleich mal auf hier. Euro, britischer Pfund zunächst, aber ich schiebe mal kurz noch die Charts in Groß rüber. Sollte jetzt gleich auf Zoom zu sehen sein und entsprechend hier im Stream auf Facebook natürlich auch Groß jetzt. Ich weg. Chart, Groß, Euro. Britisches Fund. Zunächst erstmal der Blick in den Tageschart rein, damit man mal so ein bisschen sieht, was hier los ist. Wir sehen es, äh, wir sind stark von oben zurückgekommen. Hier die Marke über 0,92 war dann doch etwas zu heftig, der Anstieg dort oben rein. Wir sehen es, dieser Bereich ist einfach heftig als Widerstandslevel. Danach ging es kräftig nach unten. Wir sehen es hier, wenn wir das mal äh, mit einblenden wollen, hier. Zack von dort oben aus. Also seit Dezember ist der Markt definitiv in der Abwärtsphase drinnen. Hier der kleine Abwärtstrend ist absolut intakt und wir sehen auch eines ganz, ganz deutlich. Und zwar hier die Tatsache, dass der Markt nach unten ordentlich Luft noch hat. Der nächstgrößere Anlaufbereich wäre mal hier. Dieses Tief aus dem Jahr 2020. Das ist hier unten der Auffangbereich um die Marke von 086 85 in etwa rum. Dieser Bereich nach unten ist sehr, sehr interessant. Kurzfristiger Natur heraus ist jetzt wichtig. Was der Markt hier macht. Wenn ich mal den Tageschart ganz kurz groß machen darf, wir sehen hier so eine Art, naja, Korrekturkanal. Und dieser Korrekturkanal ähm, hat zur Korrektur oben schon mal reingeschnüffelt, hier oben in diesen untergeordneten Ausbruchsbereich um die Marke von äh, knapp 0,88. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Level, denn ähm, hier kommt es halt jetzt drauf an, bekommen wir eine relativ flache Korrektur. Um, und dann gleich wieder den Schub unten rein, dann wird das nächste oder erste Anlaufziel auf der Chart sieht immer ganz, ganz klar das Vorwochentief bei 0,87,38 sein. Ne? Das hier unten, dieses Level, das ist das, was wir da sehen. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Dieser Korrekturkanal ist natürlich etwas, das nennt sich Korrekturkanal, weil er einfach innerhalb der regressiven Phase den Korrekturverlauf anzeigt. Und das ist jetzt das sehr, sehr Wichtige. Wir sehen es, die Kurse sind jetzt so ein Stückchen rübergerutscht, schon unten drunter, unter diesem Kanal. Aber wir haben hier noch längst keine Bestätigung zur Unterseite. Das heißt, an dieser Stelle haben wir durchaus das Potenzial, diesen Widerstandsbereich hier oben rauszunehmen. Und wenn wir uns das Bild mal kurz im 4-Stunden-Chart anschauen wollen, dann sehen wir hier ganz klar, das ist der große übergeordnete Abwärtsverlauf, den wir hier haben. Und hier im 4-Stunden-Chart sehen wir ganz, ganz klassisch hier den ersten leichten Rutsch nach unten, aber noch keine finale Entscheidung. Und da wird es jetzt sehr, sehr interessant, was geschieht. Denn. Schaffen wir es tatsächlich oben drüber, dann können wir das Thema der Korrekturausweitung angehen. Und Korrekturausweitung heißt dann, wir können uns mal sehr, sehr schön an den Zwischenhochs orientieren. Und die haben wir hier liegen im Bereich von 0,88,40. Hier der größere ehemalige Unterstützungsbereich, den habe ich hier mal noch grün gelassen. Der kommt aus dem Tageschartverlauf. Und zwar ist das das, was wir hier sehen: dieses ehemalige Unterstützungslevel. Da sind viele Orders gedreht worden. Das heißt, das ist ein Level, was durchaus sehr, sehr relevant für die Märkte ist. Das habe ich hier deswegen auch in dem kleineren Chart mit drinnen gelassen. Hier der Drehbereich um die 08868. Dann haben wir hier kurz drüber das Zwischenhoch aus der korrektiven Phase hier, die 08884 und dann hier. Dieses mehrfach Top-Level hier um die 08920. Das sind tatsächlich die Marker, die wir auf der Chart-Oberseite haben. Sollte es hier zu einem deutlichen Auflauf kommen. Diejenigen allerdings, die kurzfristig auch sagen, okay wir schauen einfach mal, ob es möglicherweise doch diesen Run nach unten gibt. Die legen sich jetzt hier noch so ein bisschen auf die Lauer, denn wir wissen ja, der Tageschart ist abwärts gerichtet, der vier Stunden Chart ist abwärts gerichtet, allerdings gerade in seiner Konsolidierungsphase und diejenigen, die sich sagen, wir schauen einfach mal, ob der Markt überhaupt die Kraft hat, diesen Widerstand zu übersteigen hier, die sich gerne direkt auch auf die Unterseite fokussieren wollen, da gehen wir einfach mal ganz kurz hier rein in den 15-Minuten-Chart. Da sehen wir nämlich etwas relativ Interessantes, was sich hier als Chartmuster quasi entwickelt. Ähm, und zwar, ich mache es mal kurz noch ein Stückchen kleiner, das Bild. Schaut euch mal an, was es hier Schönes gibt. Hier haben wir etwas, das erinnert so ein ganz, ganz kleines bisschen ähm, an das Thema der... Schulterkopf-Schulterformation. Nicht ganz so sauber, aber schaut euch mal diesen Verlauf an. Mir geht es da einfach nur um den Verlauf, nicht um das sehr, sehr schöne bilderbuchmäßige ähm, Level. Aber was haben wir denn bei einer Schulterkopf-Schulterformation? Wir haben einen intakten Aufwärtstrend, der dann plötzlich ein tieferes Hoch macht, äh, um dann entsprechend unter ein gewisses Level zu fallen. Und dieses gewisse Level ist die Nackenlinie. Und das ist genau das was wir hier momentan auch sehen und damit sehen wir es könnte durchaus an dieser Stelle etwas Druck von oben nach unten geben zu kursen unterhalb hier dieser 087 ein paar eine 60 kommen und das wäre dann der Schub zur Unterseite das heißt an dieser Stelle ähm, ganz ganz klar hier das wäre dann das Short Szenario was dann direkt angeführt wird, wenn wir den Ausbruch aus diesem Kanal direkt bestätigt bekommen. Dazu bedarf es allerdings auch, dass wir hier jetzt in dieser jetzigen Phase nicht mehr hier oben drüber laufen. Am besten, am allerbesten wäre es, wenn wir nicht mal mehr hier über die 087 70 steigen. Das wäre dann wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Schwäche, dass der Markt tatsächlich runter trendiert. Ansonsten muss man sehen, wird hier ein bisschen hin und her getingelt sein. Das muss man damit auf der Uhr haben. Aber wir haben hier ein Schild. Einen Entscheidungsmarker, ob wir direkt erst einmal noch mal Richtung Widerstand laufen. Das wäre dann die Tatsache, dass wir hier über dieses Zwischenhoch bei äh, 087 um die 75 in Richtung 80 laufen und dann hier drüber gehen. Oder ob der Markt tatsächlich schwach bleibt, unten drunter durchrutscht, dann wäre es mal so, dass wir direkt Anlauf hier aufs Wochentief, aufs Vorwochentief bei 0,8738 laufen und das wäre dann quasi das Go, was wir hier haben, dann würden wir auf dem Tiefpunkt hier unten stehen und wenn man dann einfach mal schaut, was ist denn an, ähm, ja sage ich mal, Zielbereich da, dann sehen wir hier unten schon, schon den größeren Auffangbereich, den ich gerade im Tageschat auch besprochen habe, hier unten das Level um die 0,8685, das der Blick in Euro, britisches Pfund. Dann machen wir auf der Währungsseite weiter äh, mit Neuseeland-Dollar, äh, Schweizer Franken. Das ein Markt, den haben wir auch nicht jeden Tag auf der Uhr, aber immer wieder interessant, weil der Markt sehr stark ist im Moment und wir sehen es hier, ähm, erst einmal kurz im größeren Kontext, hier oben in diesem Level, was wir hier haben, äh, haben wir schon einen Bereich, der durchaus äh, Widerstand bietet. Das sehen wir hier in den letzten Tagen, aber, und jetzt Kommt, passt auf. Wir haben hier einen schönen intakten Aufwärtstrend, der hier oben auf relativ hohem Niveau konsolidiert. Und das ist wieder genau so ein, ähm, sag ich mal, Spannungsbereich, wo man einfach auch sieht: Hier will der Markt ganz einfach zur Oberseite rauf. Und wenn wir da mal ganz kurz schauen, ich bemühe hier mal ganz kurz wieder äh, die Future-Seite in den Currencies, wenn wir hier das kurz mal uns anschauen wollen. An dieser Stelle äh, und mal den Neuseeland-Dollar genauso wie auch den Australdollar nehmen. Da haben wir hier jetzt die Situation, dass wir in den letzten Tagen wieder ziemlich gute Anstiege auch haben. Äh, und wenn wir uns den Neuseeland-Dollar mal schön anschauen wollen, dann sehen wir es hier oben. Wir haben hier eine klassische Konsolidierung auf einem relativ hohen Niveau. Und hier sehen wir halt, wenn auch hier. Quasi der Sprung, ich mache es mal noch ein bisschen äh, größer, äh, wenn auch hier der Sprung gelingt über die 72,40, 0,72,40 oben drüber, über die Hochs, 72,50 hier, ähm, dann sieht es doch sehr bullisch aus und dann schaut es eher danach aus, dass wir hier die Konsolidierungsphase, die wir gehabt haben, erstmal wieder etwas nach oben verlassen und dann den Weg nach oben mit reinnehmen. Das sieht man auch im langfristigen Bild hier in diesem Future. Wir hatten ja das Zwischenhoch bei 0,73 in die 15, 16 rum rein, hier drüben in diesem großen Widerstand. Das könnte durchaus hier ein Bereich sein, wo es noch einmal reingeht, oben ran und dann wird sich entscheiden, ob wir tatsächlich die, diese extrem bullischen Ausweitung weiter nach oben ziehen oder ob dann der Markt doch wieder rumdreht und sich die ganze Unterseite mit auch anschaut. Das ist das, was wir hier entsprechend auch sehen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und das wäre jetzt ganz klassisch hier mit Blick auf Neuseeland-Dollar, Schweizer-Franken. Schafft es der Neuseeland-Dollar an Stärke zu gewinnen, haben wir durchaus die Chancen, hier oben drüber zu laufen. Das heißt, diese Zwischenhochs, um die 0,65 rauszunehmen und dann weiter auch nach oben zu streben. Und das ist für das kurzfristige nicht Ganz uninteressant diese Tatsache, denn hier sehen wir halt dieses Geschlängel im 4-Stunden-Chart quasi, äh, was wir hier haben. Schöner Aufwärtstrend, der hier am Laufen ist und der konsolidiert halt hier oben. Das ist die Kontraktion. Und wenn wir es hier tatsächlich schaffen, oben drüber zu laufen, dann setzt sich quasi diese letzte Aufwärtsphase fort und wir können uns zur Oberseite orientieren. Prallen wir allerdings ab, dann wird es interessant, was passiert hier unten äh, in diesem Bereich. Schaut mal hier. Das ist ungefähr die Marke von 0,64,40 rum. Das ist das Ausbruchslevel hier, als sich das größere Bild entsprechend fortgesetzt hat. Und dieses Level, das ist halt das Level, was wir hier sehen an dieser Stelle. Da haben wir den Aufwärtstrend entsprechend da. Also dieses größere Bild hier. Ich, ich skizziere jetzt mal das größere Bild. Und da hat sich das Ganze halt fortgesetzt. Ne? Und das ist jetzt halt interessant. Fallen wir da drunter, <laughs> wäre das der klassische Abprall oben vom Widerstandsbereich und dann können wir uns zur Unterseite orientieren. Und die Level, die dann interessant sind, äh, da fokussieren wir uns erstmal hier auf diese Aufwärtsbewegung, die wir da hatten. Da sehen wir zunächst erst mal hier unten den Auffangbereich, den mache ich mal kurz grün, das ist die Marke um die äh, 0,63,25 rum, so ganz grob. Also bitte hier, ich gehe hier, ähm, um das nochmal zu sagen, nie auf den letzten Pip sondern wir sehen hier immer Schwungbereiche und die sind halt wichtig und wenn wir hier uns auf diesen letzten Aufwärtsbereich mal beziehen wollen, dann haben wir im kleinsten, wenn es nur ein bisschen Korrektur gibt, ein paar Anlauflevel, die interessant sind, durchaus hier, das ist die Marke um äh, das Level von 064 Knapp 30, also hier dieser größere, also in diesem Kontext Ausbruchsbereich, und dann können wir uns schon auf die Zwischentiefs korrigieren, das oder konzentrieren, das sind hier rum diese Level um die äh, 6410 bis 6420, beziehungsweise hier dann diese Level um die 64 75, nein 63 75, da sind wir schon und dann noch ein kleines Stückchen tiefer hier um die 63 60 und dann sind wir schon auf dem Weg unten rein. Richtung Zwischentief hier das Level um die 06320. Das der Blick in den oder das Währungspaar Neuseeland-Dollar-Schweizer Franken und dann gehen wir noch mal Richtung Asien und zwar schauen wir uns noch mal an das Währungspaar Euro-Japanischer Yen. Den hatte ich hier noch gar nicht auf der Uhr. Den muss ich mal direkt hier reinnehmen. Also hier das Chartfenster öffnen. Wir machen natürlich zuerst mal wieder den Blick in äh, entsprechend den Tageschart hinein, weil da Sehen wir ähm, quasi die grobe Richtung und das ist das, was wir natürlich auch brauchen für die Chartanalyse erstmal das große Gesamtbild äh, zu sehen. Wir sehen die 15 Minuten sind auch abwärts gerichtet. Das heißt, wir kommen von oben nach unten und der Tageschart gibt uns hier äh, natürlich momentan einen sehr, sehr, sehr schönen Anhaltspunkt, nämlich wir sind auch hier in diesem Währungsbereich hier in, einen wichtig, in ein wichtiges Level oben durchgelaufen. Äh, und zwar sehen wir quasi hier oben um die 100. 27, 50, ähm, wie das, äh, wie das, äh, wie die Luft so langsam aber sicher etwas dünner wird. Und das hat dazu geführt. Dass wir hier oben jetzt ein fallendes Hoch gesetzt haben, also hier an dieser Stelle. Und hier wird es jetzt wirklich sehr, sehr interessant, denn wir sehen mit Basis auf, des, auf, auf, auf dem Tageschart, ähm, dass wir hier zwar untergeordnet aufgestiegen sind, aber auch hier sehen wir auf höherem Niveau wieder einen Abverkauf nach der sehr, sehr starken dynamischen Kerze. Und da wird es jetzt wirklich sehr, sehr interessant. Wenn man sich das kleine Bild auch mal anschauen möchte, beziehungsweise wir können zunächst mal den Blick ins etwas größere Bild machen. Äh, da muss ich wieder das Zeichentum mal ganz kurz bemühen hier, damit man gut sehen kann, was äh, das ist. Ich hoffe auch, dass das kleine Fenster hier drüben nicht stört. Also wir sehen es hier, dass der letzte Schub zur Oberseite hin aufwärts trennt quasi hier Bewegung, nochmal Korrektur hier schön oben rauf gelaufen und wir sehen es halt hier, wurde das Ganze müde, dann ist der Markt zunächst erstmal hier deutlich nach unten gefallen, dann noch einmal die Aufwärtsrichtung aufgenommen und jetzt hat er hier, das ist das untergeordnete Geplänkel hier, ein tieferes hoch gemacht und jetzt wird es halt sehr, sehr interessant zu sehen, was hier los ist, denn dieses, sage ich mal, was ich gerade so flapsig Geplänkel genannt habe, hat untergeordnet schon dafür gesorgt, dass wir hier, ähm, naja, sowas wie, einen, einen Trend haben, der so hier nach oben läuft und der jetzt in seiner Korrektur ist und jetzt hier oben rangelaufen ist, dann allerdings angefangen hat zu schwächen. Und das ist jetzt, äh, sage ich mal, der, der wichtige Sachverhalt, den wir hier an dieser Stelle haben, denn wir haben hier im untergeordneten Bereich hier das hier, das ist ein wichtiges Drehlevel. Und jetzt kommt es tatsächlich drauf an, was der Markt hier in diesem Bereich macht. Wir gehen mal ganz kurz in den 4-Stunden-Chart rein, denn wir sehen es: das ist der Aufwärtstrend, der untergeordnete, den ich gerade eingezeichnet hatte. Ähm, sollte der es schaffen, aus dieser jetzigen kleinen Abwärtsbewegung zur Oberseite hin auszubrechen, wäre das natürlich erst einmal wieder die Chance, oben diesen alten Hochbereich anzulaufen. Das wäre dann bullisch zu sehen, das wäre dann ganz klassisch Trendfortsetzung dieser Oberseite. Das ist hier der Weg zur Oberseite hin, Ausbruch raus, das wäre das im kleinsten Bereich. Richtungsvorgeber wäre dann das, was wir hier sehen seit dem 18. Januar, diesen Aufschwung den wir hier an dieser Stelle zur Oberseite haben. Aber und jetzt kommt das Aber. Das ist das für die aktiven Trader, die sich sagen: Wir schauen mal, was hier unten in diesem Supportbereich passiert. Rutschen wir nämlich da durch und das ist durchaus interessant. Auch wenn da noch einiges an Luft zur Unterseite hin ist, dann können wir die Unterseite beleuchten. Das heißt, hier wird jetzt wirklich die Frage gestellt: Was passiert dann entsprechend hier drunter, wenn wir hier tatsächlich den Abwärtstrend bekommen? Da kann man im Kleineren viel, viel, viel machen. Wir sehen hier auch wieder einen Abwärtstrend laufen, uns dann auf die Unterseite zu packen. Also hier haben wir das Korrektur-Tief unten drin, um die 1,25, knapp 60 und dann hier diese Anlaufbereiche unten um die 25, 25, also 125, 25 rum in etwa beziehungsweise dann hier unten das kleine Zwischentief, was wir hier haben, das da drüben um die 125,09. Ähm, das ist die Unterseite und die ist ganz klar da. Die kann man sehen und das wird dann halt sehr, sehr spannend, wenn es zur Umkehr kommt, wenn der Markt direkt entsprechend auch mit umdreht und das wäre halt genau der Fall, äh, wenn wir sozusagen den Weg hier weiter zur Unterseite hinsehen. Und da kommt es ein bisschen auf die Gesamtkonstellation an, wie sich entsprechend die Währungspaare entwickeln und was die Notenbanken sagen. Also in diesem Sinne, in diesem Kontext macht es schon Sinn, mal ganz genau hinzuschauen, was hier passiert und welche Stärke, Schwäche wir hier haben. In etwa sehen. So, dann kommen wir mal zu den Wunschmärkten. Wir hatten zunächst ähm, das Cable, wir haben Silber und wir haben die Frage, ob ich etwas zum Euro, US-Dollar sagen kann. Ja, das kann ich natürlich und diese Wunschmärkte gehe ich selbstverständlich sehr, sehr gerne auch mit an. So, zunächst erstmal hier das ein bisschen kleiner machen. Zack, so. Und dann gehen wir auf die Wunschmärkte ein. Und da haben wir zuerst. Das Kabel. Kabel, wer es nicht kennt, britisches Pfund, US-Dollar hier an dieser Stelle nach dem Ausbruch aus dem Keil kurzfristiger Natur, das Ganze nach unten mitgenommen, jetzt wieder extrem bullisch, nimmt alte Hochs raus. Das ist genau die Gegenreaktion sozusagen, wenn der US-Dollar quasi etwas schwächer reagiert, so wie wir es jetzt sehen sehen wir hier natürlich den Auftrieb nach oben. Wir sehen es hier sehr, sehr schön zur Oberseite wieder rauszulaufen. Wir haben die Jahreshochs oben rausgenommen und das ist jetzt eine sehr, sehr bullische Phase und wir sehen hier oben schon das nächste Kursziel am Liegen. Das heißt hier die 1,3880. Das hatten wir nicht umsonst oben beleuchtet. Wir haben ja die Potenziale ähm, aus, diesen, äh, aus diesen Keilausbrüchen immer mal auch da, aber hin und wieder sieht man halt, dass es da nicht zu einem Richtungswechsel kommt, sondern dass wir hier einfach dann die Fortsetzung des Aufwärtstrends sehen. Schaut mal hier, das ging alles stabil nach oben. Hier kam es dann kurzfristig zur Abwärtstrendbildung. Der ist jetzt rausgenommen und damit können wir uns weiter zur Oberseite orientieren. Und da muss ich mal ganz kurz hier ähm, flott den Chart ein bisschen aufräumen, denn wir brauchen jetzt hier in diesem Kontext, den wir haben, um eine bessere Orientierung zu finden, brauchen wir jetzt ganz, ganz klar mal kurz den Blick in den Wochenchart. Und da sehen wir halt hier dieses Widerstandslevel um die 1,37 ist der definitiv jetzt rausgenommen. Wir befinden uns oben drüber und den Drehbereich, den wir jetzt anlaufen, der kommt quasi von hier drüben. Quasi hier sieht man sozusagen den starken Widerstand. Das größere Kursziel sieht man auch hier oben. Der nächstgrößere Verkaufsbereich hier ist die Marke von 1,43. Naja. Um die 35 bis 40 oben rum dieses Level ist dann das und das kleinere, was wir hier sehen, das ist hier ein kleiner Mini-Drehbereich. Und den muss ich mal kurz im Tageschart suchen, den kleinen hier zusammenraffen. Das wäre hier. Dieses Mini-Level. Schaut mal, hier gab es so eine kleine, kleine Konsolidierung hier äh, in diesem Bereich, wo der Markt hier runtergerutscht ist. Das ist wirklich relativ gering. Das wäre dieser Abschwung hier, der hier verkauft worden ist, aber eher zu sehen, wenn wir uns das mal auf dem Tageschart anschauen wollen. Man kann es relativ schlecht erkennen, aber das ist dieses Level hier knapp, die 1,39. Was haben wir hier? 80 bis äh, 1,40 oben rein. Also hier. Dieser Schwungbereich, den wir hier haben, 39,7 äh, bis 1,40, das ist hier der Drehbereich auch auf der Tagesbasis, den wir hier sehen. Das wäre mal das nächste Kursziel, was wir definitiv auf der Oberseite sehen können, dass wir hier mit anlaufen können, wenn wir hier. Die Strategie nach oben vortreiben und das Ganze gucken wir uns mal ganz kurz noch im vier-Stunden-Chart mit an, auch ein bisschen größer, dass wir mal sehen können, wo es hier hingeht. Da sehen wir nämlich hier gestern Initialzündung und dann hat es angefangen zu trenden. Das sehen wir sehr, sehr schön, wenn wir den untergeordneten Trendverlauf mal einzeichnen. Ne? Hier sehr, sehr schön das Ganze zu sehen. Und wer sich hier äh, nicht sicher ist, wie er sich verhalten soll, auch mit den Zielen, da sage ich an dieser Stelle ganz, ganz gerne Einfach dem kleinen Trend hier folgen, solange der intakt ist, ist alles gut. Und wenn wir uns das mal kurz noch anschauen wollen, das ist der Trend aus seinen Bewegungen und Korrekturen. Und wenn wir da mal kurz in den 15-Minuten-Chart reingehen wollen, da sehen wir halt auch innerhalb dieser Phase relativ gut und relativ mh, deutlich, die Kursverläufe hier, ich mache mal kurz den Zeitrahmen rein. Schaut mal hier, das haben wir die Bewegung, wir haben die Korrekturen, wir haben hier die trendigen Bewegungen, die Korrekturen, die Bewegung. Also wir sehen hier über die Charts relativ gut, wann wir in die korrektive Phase einlaufen, wie die läuft, wenn sie tiefer läuft oder ob sie flach läuft und dann raufgehen können, weiterzulaufen, solange wie dieser übergeordnete Trend intakt bleibt und die Bewegungsarme und die Korrekturarme sich hier sehr, sehr schön abwechseln kann man hier gut und gerne diesem Trend auch folgen, bis er irgendwann komplett bricht. Und das ist dann das, was wir rausnehmen können. Und da sieht man halt jetzt hier im 15-Minuten-Chart schön die Bewegungsarme und die Korrekturarme und Trendbruch wäre quasi aus jetziger Sicht, wenn der Markt quasi hier, ich zeige es mal kurz, unter dieses Level fallen würde. Das wäre das Tief. Da ist momentan viel, viel Platz. Der Markt ist deutlich in der Bewegung. Und hier sehen wir unten drunter auch die Bewegungsarme. Das heißt auch die korrektive Phase. Da wird es dann halt sehr, sehr interessant, wie der Markt an den Ausbruchslevels agiert. Also hier das letzte haben wir bei 1,37 um die, was ist das hier oben? Kurz, grob und knapp das Zwischenhoch hier um die 37, knapp 50. Das wäre interessant. Sollten wir hier eine Korrektur sehen, dann dieses Level mal sehr, sehr interessant. Ansonsten, wenn es direkt weiter hoch geht, Setzen wir erstmal fort. Mich würde eine Korrektur nicht wundern, aber hier schaut euch den 4-Stunden-Verlauf an und dann könnt ihr dem Ganzen folgen, bis er zu Ende ist. Das ist hier ja die Art und Weise, wie man auf Sicht fahren kann. Damit schauen wir in den Silbermarkt mit rein. Silber stand ja vor kurzem massiv äh, unter dem Fokus äh, der, ja, sag ich mal, Trading-Gemeinschaft. Äh, Thema Reddit, Wall Street Bets hatten wir hier gesehen. Massiver Kursaufschwung. Dann ging es deutlich nach unten. Jetzt haben wir allerdings die alten Widerstandslevel alle wieder rausgenommen. Hier gerade die kurzfristigen, dieser Trend nach unten, den wir hier hatten, der ist auch komplett rausgenommen worden. Wir haben jetzt hier ganz klar und deutlich im Stundenchart wieder einen Aufwärtstrend. Und wenn wir das Ganze mal kurz auf Tagesbasis sehen wollen, äh, da haben wir natürlich momentan hier einen hochvolatilen Markt. Aber. Wir sind weiterhin im Aufwärtstrend verortet. Der hat quasi tief korrigiert mit einem sehr, sehr massiven Rutsch. Jetzt laufen wir wieder Stück für Stück nach oben. Nächster Anlaufbereich. Wir sehen, dass hier noch ist die ähm, ehemals die 127,80. Wir schauen mal, inwiefern diese Marke überhaupt noch Relevanzen haben. Aber wir sehen es hier in diesem Chartverlauf auch schon drinnen. Das sind halt wichtige Korrekturhochs, die wir hier liegen haben und die haben weiterhin noch Relevanzen. Das heißt, an dieser Stelle, wenn wir jetzt hier tatsächlich es schaffen über das kleine zwischenhoch dort oben drüber zu laufen, also hier über diese Marke im laufenden Aufwärtstrend hier oben, also bei knapp 2760 das rauszunehmen, setzt sich schön dieser Stundentrend nach oben fort. Der konsolidiert quasi gerade hier oben um die 2760 und wenn wir das rausnehmen, dann können wir uns hier drüben an diesem Abwärtsrutsch ein bisschen an den Zwischenhochs bzw. den Verkaufsbereichen orientieren, das wären dann halt hier die 2780 hier dieser Bereich von 28,20, dann haben wir hier oben ein paar, ein bisschen im Topbereich hier aus einer kleinen Korrektur raus. Hier haben wir gesehen, ist ein bisschen was passiert um die 28,70 und dann haben wir hier oben diesen Drehbereich, ne? als das Korrekturhoch hier oben war und der Markt hier die Richtung gewechselt hat, die 29,20. Das sind interessante Marker, die wir hier durchaus sehen und die wir durchaus nach oben bespielen können wenn die Stärke auch vorhanden bleibt. Also das so ein bisschen die Longseite entsprechend im Silber. Und damit gehen wir noch zum Euro-US-Dollar. Euro-US-Dollar ist jetzt wieder ein bisschen stärker geworden, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Dollar gestern etwas unter Druck gekommen oder besser, besser unter Druck geraten ist. Das sehen wir hier, der kleinere Trend von der Oberseite nach unten hin ist jetzt erstmal durch einen, sag ich mal Gegentrend auch abgelöst worden, um das mal so zu sagen. Äh, wir sehen hier allerdings den Abwärtstrend am Laufen. Und wir haben hier durchaus jetzt das Potenzial, erst einmal ohne dieses Bild, was wir hier eingezeichnet bekommen haben, rauszunehmen. Das heißt, das ist jetzt tiefe Korrektur. Der Markt ist nicht schwach geworden in diesem Verkaufsbereich hier äh, um die Marke von 1, was haben wir hier unten, 1,25 hier in diesem Drehbereich, also hier der Schwungbereich um die 1,20, 50, 1,20, 60, nein. Er ist hier stark geblieben, setzt sich schön zur Oberseite quasi fort. Und damit haben wir die nächsten Anlaufbereiche auch schon mal da. Im kurzfristigen Bereich hier wäre es jetzt wichtig, das Level um die ähm, 1,2087 rauszunehmen, um die Korrektur nach oben vorzuschieben Und dann kommen hier charttechnisch ein paar Marker, die durchaus interessant sind. Das wäre zum einen mal hier dieses Level, als wir diesen kleinen Gegentrend rausgenommen haben. Das ist die Marke um die 1. Naja, ich sag mal knapp 21, dieses Drehlevel hier und dann können wir uns schon hier in diesem Bereich rein verorten, die Marke um die 1,21,20 äh bis 1,21,30, also das ist jetzt hier ein Bereich, der da ist, 21,20 bis 21 hier, da haben wir ein bisschen was, was da ist. Mal schauen, was da oben kommt. Potenzial zur Korrekturausweitung ist auf alle Fälle da. Einen großen Richtungswechsel quasi wieder in Richtung des Wochencharts, den wir hier haben. Den sehen wir allerdings erst dann wirklich, wenn wir die Umkehrphase komplett beendet haben. Das heißt, das oben rausnehmen. Und hier sehen wir es halt, Moment kurz, der Wochenchart ähm, ist halt hier an dieser Stelle weiter aufwärts gerichtet. Wir sehen jetzt hier quasi auf Tagesbasis den Korrektur, den korrektiven Abwärtstrend. Und wir sind halt hier in einem sehr, sehr wichtigen Level jetzt deutlich zurückgekommen zur Oberseite hin. Und da kommt es jetzt halt wirklich drauf an. Wo geht die Reise hin? Schaffen wir den Sprung oben drüber? Dann wird es halt jetzt sehr, sehr wichtig, auch hier an dieser Stelle zu sehen. Moment, ich nehme mal diese ganzen Marker hier raus, die hier oben noch drinnen liegen, dass es ein bisschen sauberer wird. Das ist das, was wir auf der Uhr haben. Und wenn wir uns diesen Trend auf Tagesbasis auch mal anschauen, den wir hier untergeordnet am Laufen sehen, ähm, dann sehen wir halt hier ganz klar, dessen Zwischenhoch haben wir hier oben liegen, um die 1,21, knapp 90. Und das ist hier, schaut mal. Das ist momentan die korrektive Phase und das, was hier entsprechend runterläuft, ist der Abwärtstrend auf Tagesbasis und der ist halt da und den kriegen wir halt rausgenommen, wenn wir tatsächlich hier oben über dieses Level drüber laufen, dann ist er weg. Alles andere ist momentan nur Korrektur und die hat noch deutlich Potenzial zur Oberseite, also es bleibt hier sehr, sehr spannend, wie das Ganze weitergeht. Umkehrsignale sollte man durchaus ernst nehmen, aber momentan läuft einfach die Korrektur und die hat durchaus das Potenzial. Sich entsprechend noch ein Stück weit nach oben hin auszudehnen, sozusagen der Blick in Euro-US-Dollar. Und da machen wir hier kurz äh, vor dem Ende heute, nach der Handelseröffnung, äh, sozusagen an dieser Stelle nochmal den Blick auf den deutschen Aktienmarkt. Das hatte ich ja auch äh, in den Vorworten schon gesagt. Er ist auf relativ hohem Niveau unterwegs, auch wenn er heute etwas zurückkommt. Also wir sind noch über der Marke von 14.000 ähm, Punkten und wir sehen hier, hier ein ziemlich typisches Verhalten für den deutschen Aktienmarkt. Es gibt kurz ein neues Allzeithoch und dann geht man erstmal so ein bisschen was in Deckung. Ähm, hier an dieser Stelle sehen wir jetzt die Konsolidierung und wer das Ganze im Kurzfristbereich mal betrachten möchte. Wir haben jetzt hier den Abwärtstrend, den Korrektiven am Laufen und der notiert gerade in der Nähe eines wichtigen Niveaus, denn wenn wir uns das mal anschauen wollen, wir haben hier entsprechend den Aufwärtstrend am Liegen. Moment, wir machen mal kurz diese ganzen. Linien hier oben raus und wenn wir diesen Aufwärtstrend brechen, also hier unten unter dieses Zwischentief um die 14012 Punkte Marke laufen, dann haben wir hier die korrektive Ausweitung, dann ist erstmal der Bewegungsarm nach oben komplett rausgenommen und wir sehen ein bisschen Korrekturpotenzial kurzfristigerweise, die nächsten Anlaufpunkte sind hier die swinglos aus dem Aufwärtstrend an dieser Stelle und das wären hier mal die Marken ganz grob um die 13.955 beziehungsweise hier um die 13.900 Punkte Marke. Das kann man noch ein bisschen nach unten ausdehnen, je nachdem bis wohin es weitergeht hier. Das nächste Level wären dann die 13.860 Punkte. Also das wäre mal durchaus etwas, was man auf der korrektiven Seite mit auf der Uhr haben kann. Und damit wären wir zunächst für heute fertig mit dem Blick in die tickenden Charts. Danke für die Fragen. Allen gute Trades. Ich hoffe es hat gefallen. Wenn ja, bitte weiterempfehlen. Da freue ich mich sehr, sehr darüber, die Community wächst und wie schon gesagt, allen gute Trades, machen Sie einen Plan, traden Sie Ihren Plan und dann wird das auch klappen mit den Erträgen. Also bis dahin, bis morgen und tschüss und auch danke für das Lob, was ich hier immer wieder bekomme. Ciao, ciao.